Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Happy Wheels, der Unfallsimulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. Ich bin immer noch in dem Level hier von der letzten Folge. Full Throttle Revenge-Scheißer von Trypsilon. Und ich habe beschlossen, dass ich das jetzt schafft hier. Okay, ja, genau. Ich erinnere mich. Das war das hier. Okay, alles klar. Da musste man gleich direkt hier rüberfliegen. Dann hat das gut geklappt. Genau. So. Und dann, ich habe einen Pfeil im Kinn. Ja. Dann war ich hier an der Stelle und da wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ne? Und, oh, komm! Knickt da einfach so seinen Kopf ab. Okay. So. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Nicht, dass wir uns da wieder die Rübe absäbeln. Genau. Ich habe dann irgendwie hier keinen Zugang gefunden. Also muss ich wahrscheinlich doch irgendwie durch dieses scheiß Glas. Nur, wie kriege ich das kaputt? So, warte mal. Vielleicht, wenn da die dicke Frau drauf fällt. Ach, komm. Aber warte mal, ich kann ja selber drauf. Vielleicht geht das ja, wenn ich hochfliege. Moment. Das wäre auch gelacht. Ach, Kacke. Also, der Willi war da. Der Willi war da, ihr habt's gesehen. Das war jetzt auch nicht so glücklich. Also ich muss da einfach direkt rüberfliegen, dann entkomme ich in der Regel der, ja, der Mine, der Haftmine. Das Problem ist nur, den Kopf sollte man auch mitnehmen, ne, Herr Frenkel? Nicht hängen bleiben, ach Mann. Also ihr seht, das ist mal wieder ein typischer Fall von, Glück zum Teil hier, weil, okay, das war jetzt kein Pech, das war jetzt einmal, weil ich an die Decke gedatzt bin. Aber, man schafft das irgendwie, ja, manchmal nicht, ja. Mann! Blöder Dreckslevel hier. So, jetzt aber. Sehr gut. Das haben wir ausnahmsweise mal hervorragend gelöst. Und die fette Sau ist auch schon hinüber. Jetzt versuche ich das nochmal, dass ich da irgendwie mich drauf fallen lasse, damit das kaputt geht. Das muss doch zu machen sein. Frenkel. Frenkel. So eine Kette. Was ist denn das für eine Kette? Dass dann da gleich der Kopf platzt. Mann, ey. So, das war wieder schön. Müssen wir hier an dieser Scheißkette vorbeikommen, ohne zu sterben. Das kann doch nicht so schwer sein. Hallo? So. Und Mrs. Tonne ist auch Vergangenheit und jetzt versuche ich es halt nochmal. Und zwar möglichst ohne an die Kette hinzuknallen. Einfach mal hochfliegen und dann, ja, drauffallen lassen. Aber natürlich aufs Glas, Frenkel, ja? Aufs Glas. Verstehen Sie, Herr Frenkel? Das Glas, das Blaue da, das Hellblaue. Genau das, das meine ich. Na also! Sag ich doch. Ja, nur leider kommt man hier nur Rest in Pieces an, nämlich ein Stückchen. Scheiße, Mann! Also, der Level ist ja von meinen Testern schon als etwas schwerer erkannt worden. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass das auch immer ein bisschen Glückssache ist. Alle Tester haben zum Beispiel den Harald Parcours als super schwer eingeschätzt und dass ich ihn nicht spielen soll. Und Chantal hat ihn, das kann ich jetzt mal an der Stelle verraten, innerhalb von 17 Minuten geschafft. Also die ganze Folge war ja nur 5 Minuten ein paar zerquetschte. Ich habe ja nicht alles zeigen wollen, können, dürfen. Ja, und da hat die nur 17 Minuten gebraucht und das war halt einfach auch mal ein bisschen Dusel. Scheiße, wieder das Bein gebrochen. Macht aber nichts. Ich muss einfach nur irgendwie auf diesem Glas landen. Ja. Aber die Körperteile scheinen das etwas abzufedern. Und so wird das eh nix, ja? Jetzt haben wir das Bein endgültig abgebrochen. Ich werde doch hier mal diese scheiß Glasscheibe treffen. Ist doch groß genug. Ja, aber ich bin nicht hoch genug anscheinend. So, dann fliegen wir ein bisschen höher, mein lieber Freund. Und jetzt runter, komm! Nein! Ist das so schwer, diese scheiß Glasscheibe zu treffen. Flieg höher! Er ist zwar etwas in Mitleidenschaft gezogen, er hat einen Pfeil im Kopf, er hat irgendwie nur noch das Knie an der Sehne, aber es muss doch... Na also, zu machen sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich das überlebe. Okay, super. So weit waren wir noch nie. Hurra, hurra. Und jetzt geht's weiter hier im Takt. Da drüber. So, stopp. Ja, ja. Das sind wieder irgendwelche scheiß Fallen. Das kennen wir schon. Okay, das schwenkt hier rüber und rüber und rüber und rüber. Das Blöde ist, ich habe diese Körperteile hier rumliegen. Warte mal, komme ich vielleicht unten durch? Wenn ich mich so lang... Oh, komm! Was ist denn jetzt? Da hat er sich das Kreuz gebrochen, oder was? Blöder Wichser! Mann, der hält ja nichts aus! Der alte Sack, ey! Du wirst verkauft!
Ist doch wahr, ey. So eine Scheiße da. Alles nochmal von vorn. Ja, ist gut. Blöde Kette, verpiss dich. So. Also, das Spielchen nochmal. Flieg. Und fall. So, und jetzt pass auf, dass du nicht wieder irgendwie dir das Glas irgendwie ins Gesicht rammst. Oh, oh, oh. Oh, nee. Also. Ich werde, wenn ich alle... Oh, scheiße, das war zu langsam. Ich werde, wenn ich alle Levels mir angeschaut habe, die von meinen Testern schon begutachtet wurden, werde ich mich entscheiden, welcher mir die verlässlichsten Informationen dazukommen lassen. Ausnahmsweise nützt es euch also gar nichts, wenn ihr super gute Spieler seid. Dann habt ihr leider Pech gehabt. Ach, Mann. Ich muss schneller da direkt hinfliegen. Das gibt's doch nicht. So, komm, jetzt. Scheiße. Granate! Okay, abgehängt. Sehr gut. Stopp. Nicht so weit. Doch, kannst du mal bitte auf die scheiß Mine drauf fallen? Das gibt's doch nicht, oder? Naja, dann ignoriere ich die halt einfach. Obwohl, dann fliegt sie mir auf den Kopf, oder? Oh, 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 oh! Ah! Ah, nein! Oh, seht ihr das? Ich glaube, da hat er ihm gerade sein Glied entzweit. Uah. Allein schon dran zu denken, ist grausam. So, nochmal. Da durch. Sehr schön. Und jetzt hoch. Und es ist wahrscheinlich am besten, wenn man mittig durchfliegt. Ich habe das Ding jetzt nicht richtig eingestellt. Ich muss das nochmal richtig einstellen. Das ist nichts Gescheites hier so. Das ist so schon eher, ne? Jetzt, komm. Oh, noch nicht ganz kaputt. Schade eigentlich. Nochmal. Das hält einiges aus, das Ding. Okay, ich wollte euch nur mal zeigen, wie es nicht geht. Ist ja auch ganz wichtig. Scheiße, Mine, verpiss dich! Ja, also, wie gesagt, da war ich zu langsam wieder. Ich muss direkt da drauf fliegen, passt das. So. Ja, meine Level-Tester haben gesagt, ich soll das Ding spielen und damit seid ihr dem auf Gedeih und Verderben ausgesetzt und ihr müsst zuschauen, bis ich das endlich schaffe. Und das kann noch ein paar Jährchen dauern. Ja. Das war schon mal wieder gar nichts. Und jetzt wieder aufpassen, aufpassen, aufpassen. Möglichst gerade halten und nicht ins Glas geraten. Wollte ich gerade sagen. Und auch hier habe ich gleich wieder meinen Rollstuhl unterm Arsch verloren. Heieiei. Mann, oh Mann. So wird das nix. So wird das nix. So. Geh weg. Ja. Der Granate entronnen. Der Mine entgegen. Jetzt fällt die wieder nicht drauf. Na, pass auf, der kleine Mann hier. Na also, geht doch. Und schon fliegt auch die Mutter mit durch die Gegend. So, gehen wir wieder hoch. Und jetzt hoffen wir mal, dass das irgendwie gut geht hier. Oh! Das Kind steckt an mir dran. Scheiße. Seht ihr das? Das sieht so aus, als ob das hier der Spieß durch den Arsch in den Mund geht. Ich will das gar nicht so genau wissen. So, können wir da unten durchrutschen? Geht das vielleicht? Das weiß ich eben nicht, aber ich werde es ausprobieren. Hallo? Sieht noch sehr gut aus bis hier. Ha? Könnte knapp werden, aber ich roll einfach schneller weiter. So. Oh nein! Oh, hätte ich da sogar hingemusst. Ach nee, scheiße, ich hätte nach links gemusst jetzt, oder? Ach, Mist! Ja, okay, man lernt dazu mit der Zeit, ne? Schneller fliegen, sonst schaffen wir das wieder nicht. Frenkel, schneller fahren, meint er natürlich. Schneller fahren, schneller fahren, schneller fahren. Das war auch scheiße. Gleich nochmal. Jetzt bin ich zu hoch gewesen, das war auch nicht gut. Ah, jetzt komme ich da nicht weg. Ach, kack doch die scheiß Wand an hier. Ja, also gut, das ist keine Kunst, solche Levels zu bauen, die einfach nur darauf aus sind, mich in den Wahnsinn zu treiben. Das ist keine Kunst, da gibt es deutlich bessere. Faire und trotzdem knifflige Level. Und das ist definitiv keiner.
Komm! Ja. Scheiße. Mist. Fast hätte ich es geschafft. Nochmal! Wartet mal, ich muss mal gerade was gucken. Auf meinem Zettel hier. Und zwar, einer meiner Tester hat diesen Level angeblich, habe ich das nicht aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht. In ein paar Sekunden geschafft. Ich weiß nicht, was der da als Zeitmaß nimmt. Ob er dann nur den Versuch nimmt, wo er es dann geschafft hat, vermute ich mal. So, komm. Nein, nicht. Aufpassen. Jetzt. Ja, und vorsichtig. Nicht so weit! Eieieiei, das ist aber so gefährlich mit diesen Minen. Eieiei. So, okay. Wir fliegen wieder ein Stückchen nach oben. Brechen durch. Versuchen irgendwie diesen Glas zu entrinnen. Und dann, legen wir die Chatdüse wieder dahin. Und dann versuchen wir uns erstmal ein bisschen so weit vorzutasten, wie es geht. So, und wenn er dann jetzt kommt, werde ich ganz schnell unten durchfahren. Schneller! Sag ich doch, geht. So, und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Was soll das jetzt hier? Scheiße. Ich sehe schon, das ist, jetzt habe ich's. Nein! Oh! Bin ich jetzt richtig hier oder ist das wieder falsch? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Ja, Trypsilon wird kotzen, wenn er das sieht. Der hat gemeint, ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Das ist ja geil, habt ihr das gesehen? Ich bin Gott. So, alles klar. Dann hätten wir den Level auch geschafft und können abhaken. Und dann gehen wir zum nächsten über. Der heißt der Beinbrecher. Und da muss ich den erstmal suchen natürlich, ne? Der Beinbrecher. Mal schauen, ob der den schnell findet oder langsam. Falls er zu lange braucht, dann... Na, kann ich nicht mehr tippen hier. Wenn er zu lange braucht... Beinstrecher. Beinbrecher. Brecher. So. Falls es zu lange dauert, dann schneide ich das wieder raus, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ne? Ist klar. So, da sind wir wieder jetzt mit der Beinbrecher. Also, auf geht's. Mal schauen. Ach ja. Hallo, Harald. Da du schon oft gesagt hast, wie sehr du diesen Charakter liebst, Hust, gibt es ihn mal im Sinne der Abwechslung. Komischer Satzbau. Ja, schön. Okay, also zunächst mal probieren wir wie immer das hier aus, weil irgendwann mal ist das bestimmt keine Todesfalle. Ah, diesmal doch. Aber gut, überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Das kann man immer mal ausprobieren. So, und da ist eine Mine direkt vor mir, ne? Da springen wir mal ganz gepflegt drüber gleich. Sollte leicht sein. Na, das, wenn ich sehe, schon wieder. Oh, oh. Ach, du Scheiße! Oh, zurück. Puh. Ach, da, wie soll ich das denn machen? Das kriege ich ja nie hin. Ach, du Scheiße. Muss ich das in einem Rutsch schaffen? Wenn ich stehen bleibe, dann, wenn ich voll... Ich will so erstmal ausprobieren. Wenn ich Vollgas fahre... Hä? Was war das denn? Hä? Hallo? Also gut. Die Mine habe ich gerade wieder vergessen. Eben im Moment. Also mit Vollgas da drüber. Geht das? Naja, so halb. Scheiße, komme ich nicht rüber. Jetzt habe ich nicht genug Schwung für die letzte Kugel. Hallo? Warum fährt er denn jetzt rückwärts? Ja, ich bin zu alt für diesen Scheiß, heißt das. Nicht zu alt für diesen Kram. Ach, scheiß Mine hier gleich am Anfang. Sehr lustig. Haha, ich lach mich tot. Also nochmal, ich denke mal, dass man das per Zufall irgendwie schaffen kann hier auch. Ah, Kacke! Ich werde da gar nicht groß rumtimen. Ich werde einfach drüber springen da. Ich mach doch da keinen Affen da. Das wird einfach per Zufallsprinzip hier entschieden. Ja, das war eben zu kurz. Da habe ich nämlich den Schwung verloren und das ist schlecht. Man muss natürlich einen gewissen Schwung haben. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Na komm, Baby! Ah, fast. Hat nur der letzte gefehlt. Also nochmal. Sag ich doch! Na also! Glückwunsch zu 12.399 Abonnenten. Okay, ja, das ist schon ein bisschen länger her, ne? So, jetzt haben wir hier natürlich wieder eine Harpune und rechts sieht man nicht, was da ist. Das ist auch wieder Trial and Error. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Level-Design, aber ich springe halt einfach mal runter. Ah, seht ihr? Da. Ja, toll. Super. Alles klar. Okay, das war nix hier. Das machen wir jetzt nochmal. Jetzt muss ich natürlich da wieder drüber kommen. Und das ist, glaube ich, echt so ein bisschen Glückssache in meinem Fall, weil ich habe keinen Bock hier irgendwie irgendwas zu timen. Das schaffen wir auch so. Scheiße, zu früh abgesprungen. Nochmal, und dann vergessen wir die Mine wieder.
Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Also für 30 Sekunden hält es was bei sich und dann hat es verloren. Deswegen kann ich auch jeden Film 8-mal anschauen. Na komm! Oh! Ja, weil der Film ja immer wieder neu ist. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. So, also, nochmal. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich sag ciao, ciao.